So, heute gibt es ein kurz Einleitungsvideo für unsere Saunen, für alle, die bei uns mieten. Schlüsselbund ist dabei immer, da sind auch die Fahrzeugpapiere dabei, falls man den selber abholt. Wichtig ist immer, wenn man die Sauna nicht benutzt, dass die Türen abgeschlossen sind und der Hänger abgeschlossen ist. Als erstes muss die Treppe hier dran, die Treppe liegt immer in der Sauna. Die Treppe hat hier unten zwei Bolzen zum Einhängen und dann sind hier die passenden Löcher dafür. Einmal einhängen und schon hat man den Tritt. Dann der nächste Step wäre, den Strom anzuschließen. Kabeltrommel ist dabei und das ist auch ganz easy. Die Sauna kann auch ohne Strom genutzt werden, dann hat man halt nur kein Licht in der Sauna. Ist aber auch problemlos möglich, wenn man irgendwo außerhalb mal saunieren will. Ausstecken, einstecken und dann einmal gucken, dass die Sicherungen drin sind. So, das Außenlicht ist per Bewegungsmelder, da muss man gar nichts machen. Das geht, wenn es dunkel genug ist, an und immer automatisch an und aus. Und das Hauptlicht in der Sauna ist hier die Fernbedienung. Und dann kann man sich die Farben einstellen, wie man will, und die Helligkeit einstellen, wie man will. So, dass die Sauna hier ein bisschen knirscht, das ist normal, das ist halt alles Holz. Ich empfehle die Sauna ca. 45 Minuten bis eine Stunde, bevor man warm oder die heiß haben will, den Ofen anzuschmeißen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie wir die beste Erfahrung haben, den anzumachen. Zwei Briketts nehmen und außerdem, es sind auch nur Briketts erlaubt, die wir mitgeben, kein eigenes Holz verwenden. Dann würde ich ein Brikett einmal schräg hinlegen, die mitgelieferten Anzünder alle reinschütten und dann halbwegs sauber unter dem Holz platzieren und den zweiten Klotz einmal so schräg darüber legen. Als Tipp, damit der Ofen besser angeht, die Briketts, die zwei Stück, die man reinlegt, vorher vielleicht einmal brechen und dann als schönen Scheiterhaufen aufstapeln. Die kann man relativ einfach einmal so durchbrechen und dadurch gehen die deutlich besser an. Aber ich glaube, alle, die schon mal einen Ofen angemacht haben, kennen vielleicht noch bessere Tricks, das anzumachen. Ofentüre schließen und unten den Aschebehälter 2, 3, 4 cm rausziehen, damit der am Anfang gut Luftzug hat. Hier an der Seite ist noch eine kleine Unterstützung für später. Wenn das alles heiß ist, dann kann man hiermit den Ofen öffnen und schließen. Das geht aber eher, wenn man nachher Holz nachlegt, ist aber nicht unbedingt notwendig. So, jetzt hat man 45 Minuten Zeit, dann ist der Saunaraum zwischen 60 und 70 Grad und man könnte anfangen zu saunieren. Das sollte man auf jeden Fall rechtzeitig machen. In der Zeit, wo die Sauna warm wird, kann man schon mal den Aufguss einmal vorbereiten. Wir bieten drei Düfte an, einmal Eukalyptus Minze, einmal Tutti Frutti und einmal Latschenkiefer. Für 4 bis 5 Mal Sauna gehen reicht auf jeden Fall ein voller Eimer Wasser. Und auf einen fast vollen Eimer Wasser kommt eine komplette Duftdose komplett rein. Rührt das um und hat den Saunaaufguss fertig für gleich. Holz nachlegen, man legt auf jeden Fall maximal 2 Scheite rein, weil die quellen auf, weil das Briketts sind. Und dann natürlich erst sobald, also wenn das so gut wie abgebrannt ist. Jetzt wäre es noch zu früh nachzulegen. Aber wenn die so gut wie abgebrannt sind, maximal 2 Scheite. Einer reicht, wenn man die Sauna so auf 80 Grad haben will. Wenn man die auf 90 kriegen will, sollte man 2 Scheite reinlegen. Und wenn die wieder abgebrannt sind, die nächsten 2 reinlegen. Wenn der Ofen komplett brennt, kann man die Luftzufuhr auf jeden Fall zumachen. Wenn die fast aus ist und man legt was nach, sollte man immer wieder ein bisschen Luft nachkommen lassen, damit das einmal sauber durchzieht. Beim Saunieren Aufguss erst anfangen, wenn die Steine auch wirklich heiß sind. Also die Sauna sollte 70, 80 Grad warm sein, bevor man hier Aufguss drauf macht. Und dann am besten nicht mehr wie 3 bis 4 Kellen voll, weil sonst sind die Steine auch abgekühlt und man ergibt einfach keinen Sinn. Wenn man mit dem Saunieren fertig ist und der Ofen noch am Brennen ist, sollte man den nicht unbeaufsichtigt stehen lassen. Und sobald der abgebrannt ist, Türen verschließen, abschließen. Vor dem Abgeben ist es wichtig, die Sauna einmal besenrein sauber zu machen, den Ofen und die Ofenschublade so gut wie möglich auszuleeren und die Endreinigung, die wird von uns gemacht, desinfizieren und genau, aber es sollte sauber sein, weil sonst müssten wir Reinigungskosten berechnen. So, jetzt kann ich nur sagen, viel Spaß beim Saunieren, es ist echt ein geiles Gefühl zu saunieren und falls Fragen sind, einfach immer melden.